Hallo ihr Lieben, frohe Ostern von uns allen an euch alle. Heute gibt es wieder einen Bauvlog. Es ist eine ganze Menge passiert. Also eigentlich ist es eine Mischung aus Bauvlog und Landleben-Vlog. Es ist so viel passiert, so viel Kleinigkeiten, Tierbabys, einfach unfassbar. Lasst euch überraschen und es gibt heute ein bisschen XXL-Version, weil eben, wie gesagt, so viel passiert ist, dass das Video heute etwas länger geworden ist. Ist aber ja wohl nicht so schlimm, weil zum Osterfrühstück oder an Ostern selber kann man ja ruhig mal ein bisschen länger Video gucken, ne? Euch viel Spaß damit! So, ihr Lieben, das ist die Farbe, die wir uns ausgesucht haben, grün mit Birke. Lost again, going back around. Dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck. Send a little love and I'll make it back. Send me a letter and a bottle of wine. Telling me I will be fine. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away. So, ihr Lieben, erster Anstrich. Muss auf jeden Fall noch ein zweites Mal drüber. Ich mache jetzt hier mal noch weiter, gucken, wie weit ich noch komme. Morgen soll es auch noch mal relativ mild werden. Vielleicht schaffe ich da dann den zweiten Anstrich, mal schauen. Ich muss auf jeden Fall heute Abend noch ein bisschen arbeiten, wenn ich morgen frei machen will oder halb frei. Ja. Mal schauen. Also ich guck mal, dass ich jetzt hier noch so weit wie möglich komme. Sing to me if I lose my voice. Set a better route if I lose my course. Count on my company and I will come. Save me when I am falling. Save me. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling stone. Make me roll at home. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Neuer Tag. Das müsste jetzt hier eigentlich alles ganz gut getrocknet sein. Trocknungszeit war, glaube ich, 3 bis 4 Stunden. Jetzt ist es ja über Nacht getrocknet. Und jetzt mal noch die zweite Schicht drauf. Zweiter Anstrich. Ich habe hier gestern schon mal vom Dach, zeige ich euch mal, Moment. Hier im Dach habe ich gestern schon mal den zweiten Anstrich gemacht. Also zumindest auf der Seite hier. Weiß nicht, den Unterschied sieht man wahrscheinlich auf der Kamera nicht, aber in echt sieht man den auf jeden Fall. Hier, da hatte ich nämlich schon die Ränder ein bisschen gemacht. Ich glaube, das sieht man ganz leicht, oder? Wenn nicht, tut es mir leid.
Und hier an dem kleinen Fenster an der Werkstatt, da hatte der Papa noch die Farbe abgemacht. Die habe ich mit dem Schleifgerät nicht abgekriegt, aber er hat sich tatsächlich mit der Heißluftpistole da dran getraut und das abgekriegt. Also werde ich das jetzt hier gleich nochmal grundieren. Und wenn das dann getrocknet ist, dann können wir das Weiß streichen. Premiere ist gerade vorbei und jetzt will ich mal zu Jutta gucken. Die hat mir nämlich gestern eine Nachricht geschickt und hat ganz kryptisch gesagt, ich soll doch heute mal vorbeikommen. Ich bin ganz gespannt, ob das Hasenmädchen vielleicht jetzt Babys bekommen hat oder die Eier schon geschlüpft sind. Lassen wir uns überraschen. Gehen wir mal gucken, was bei Jutta so los ist. Ich bin gestern bestimmt 5-6 Mal in den Stall gegangen, ja, und habe geguckt, weil sie ja schon über die Zeit ist. Nicht. Und gegen Abend, die hatte ja vorne in ihrer Wurfkiste da schon Wolle zu liegen, ja? Ja. Da war die auf einmal weg, die Wolle. Aha. Und im Stall lag aber noch Wolle. Ja. Ich denke, was ist denn jetzt los? Bin ich reingegangen und hab mal geguckt. Wollen wir mal gucken? Ja, wollen wir mal gucken. Hast du Tür zu, damit es nicht so kalt wird? Ja. Die Wolle war ja weiter vorne. Ja. Und jetzt hatte sie hier Wolle gemacht. Wolle. Ich nehme an, die hat hier vorne geworfen. Mhm. Allein doch. So. Nee, sie versteckt sie. Wir nehmen dir die nicht weg. Nee, das brauchst du keine Angst haben. Ja, sie beschützt sie auf jeden Fall. Ja, ja. Und da ist auch was drin. Man sieht, wie viel hast du. Hast Weiß du ich nicht, wie viel. Man sieht ja auch nicht, ne? Nee. Nee, haben wir keine Chance. Ja, dann lassen wir sie mal. Mhm. Müssen wir sie ja jetzt nicht stressen. Bienchen, du kleine Wanze. Ja, du kleine Wanze. Hallo, meine Süße. Jutta, du fängst auch alles in, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Der war zu klein. Der wäre kaputt gegangen. Hast du einen Igel gerettet? Der hat bloß 300 Gramm gehabt und 600 müssen sie haben. Mhm. Hier ist er. Oh, er schläft. Süß. Und jetzt kommt die Sonne raus und dann kannst du mal langsam aufstehen. Dann kannst du rausgehen in den Garten. Na klar. Bei mir wäre das. Guck mal da. Ei. Ja. Kann man das kleine Gesicht sehen? Ja. Oh. Wusste ich ja nicht, dass du da einen Igel hast, ey. Ja, der hat ja eine ganze Weile hat er ja noch gefressen. Hm? Katzenfutter, jeden Tag 2 Nipper, also 2 so eine Becher. Und dann habe ich das mal bei der BAG gesehen, dass das auch so Trockenfutter gibt für Igel. Ja. Und habe ich da einen Beutel voll mitgenommen, das hat er dann auch gegessen. Okay. Und dann hat er sich, naja, dann wollte er nicht mehr. Dann hat er sich in die Ecke gelegt und dann hole ich immer hier von der Linde Lauf. Mache das hier rein. Ich komme ja mit richtig da wieder in die Ecke. Da ist das Laub. Ja. Und da, jetzt decke ich ihn wieder zu und dann. Da in der Ecke, da geht er dann nochmal hin und macht sein Geschäft. Ach, die wachen auf zwischendurch, oder was? Das weiß ich nicht. Aber anfangs, wo er noch hier in Jange war, weißt du? Ja. Siehst du, das wusste ich ja nicht. Er hat mir ja nicht gesagt, damit ich den nicht raushole und mit dem kuschle, wenn ich da wie jetzt... Wie ist das? Nächstes Mal, wenn ich da so einen Kasten sehe, dann denke ich mir, guck mal rein, was du da schon... Philipp, der war letztens hier, da war sein Freund doch mit hier. Haben sie natürlich auch rausgeholt, ja? Ja, na klar. Philipp. So, wollen wir mal gucken, was unsere Eier machen. Ja. Die sind ja für heute. Ja. Ja. Für heute Abend sind die ja eigentlich eingeplant. Eingeplant. Was denn, du tuckerst ja schon. Tuck. Schnell, bevor Biene kommt. Du tuckerst ja schon. Oh, da quietscht es, ich hab's gehört. Ja. Na, guck mal da. Oh, Babys. Oh,
Oh, die sind ja schon so groß. Alter, da ist eins gerade rausgekommen. Da ist eins noch nass. Ja. Hast du eins schon eingesteckt? Jetzt habe ich jetzt eingesteckt. Komm mal hier, bitte schön. Da komm. Ja, du musst die aus alle auskriegen, dann kriegst du sie wieder. Komm mal hin. Wo machst du die so lange hin? Die kommen in Stube und Korb. Bei dir zu Hause? Zeig ich dir gleich. Nicht runterfallen. Nee, das wäre doof. Aber da ging es ja schon richtig zur Sache. Hier ist nur eins gepickt. Siehst ja, du das hier? Ja, das kommt bald. Das kommt doch heute Abend vielleicht. Das hier nicht. Hier ist, ja, das ist bloß eine Schale drum. Und das sollte man immer raus. Hier ist nur eins gepickt. Ja. Zwei. Ja, ich denke mal. So, nun darfst du dich wieder hinsetzen. Und die nehmen wir mit. Die kriegst du dann wieder, wenn du komm heute Abend wieder und dann kriegst du sie alle wieder. Ja, wenn du sie denn aus hast. Oder morgen früh. Na klar. So. Die muss man am besten alle dann rausnehmen. Ja, sonst sitzt du, hast du ja gesehen, dass sie schon, und dann hat sie nicht mehr so viel Hitze. Ach so, okay. Und damit die dann richtig noch auch noch Hitze kriegen und auskommen, ja, sollte man die wegnehmen. Okay. Was ist sie? Und habe ich hier so ein Körbchen. Da ist unten drunter ein Halskissen. Da kommen die jetzt rein. Oh, sind die süß. Das ist ein Schabo. Sehe ich schon. Der weiße mit dem Ja, Punkten. Weg. Ach, sechs sind sie. Guck an. Der nasse noch. So, wir decken mal die zu. Oh, wie süß. Wir fluffen. Und eins ist noch ganz nass. Ja, das ist sicher gerade erst geschlüpft. Ja. Oh, sie schön. Sind die haben eine schöne Maserung hier. Die. Ja. Das ist ja ein Schmucker. Oh, ja. Ist gut, Bienchen. Alles gut. Oh, ja, ist gut. Süß. Und so klein und so flauschig. Oh, wie süß. Und das hier ist aber fit, oder? Das ist fit, ja. Das ist nur, weil es gerade geschlüpft ist. Heute Abend ist es auch genauso wie die anderen. Ja. Schön trocken. Na, denkst du zu, dass sie nicht kalt werden. Ja. Oh, sind die niedlich. Oh. Da haben wir doch schon ein bisschen Erfolg. Ja, cool. So, das sind jetzt sechs und zwei kommen, sind noch gepickt. Ist ja ein Achter, na ja, gut. Na, elf hatten wir, oder? Von 13. Ja. Aber Biene? Es gibt ja immer mal welche, die absterben oder so, weißt du. Jetzt musst du erst mal gucken. Da sitzt der am Passator in der Sonne. Mit einem kleinen Fläschchen in der Hand. Und repariert den wunderschönen alten Ofen. Ich hoffe, das klappt, aber ich sehe das noch nicht so genau. Das weißt du noch nicht so genau? Oh, die Sonne blendet so. Ich weiß ja auch nicht, was ich auf dem Display hier sehe. Was ist denn das? Das soll so ein Kleber, so ein Superkleber sein. Besser als geschweißt in der Werbung. Aha. Und ich habe mir mal so eine Probe kommen lassen. Wir werden mal sehen, ob das besser ist als geschweißt. Okay. Und wo hast du das super tolle Stück, was wir gestern ergattert haben? Steht da vorne. Wo da vorne? Na, auf dem. Ach so. Auf der alten Waschmaschine. Ah, da muss ich jetzt mal gleich gucken. Wir waren nämlich gestern zum Nachtflohmarkt und haben was super, super Tolles gekauft. Damit die denken, wir haben eine Scheibe. Ich hab das ja extra nicht getragen. Ich weiß, ja. Ich alle Leute haben sich nach dir umgeguckt. Die haben gesagt, was ist denn das für ein Bekloppter? Ich bin nur mal ein paar Meter vorgegangen. Lisa, wollen wir mal gucken und den Leuten zeigen, was wir Schönes gestern ergaunert haben? Ja. So, das ist hier das Schneidersche Osterfeuer. So, guckt mal. Diesen wunderschönen alten Kessel für 2 Euro. Ist der nicht toll und so schön eingebeult? Ich habe den gesehen und habe mich sofort verliebt. Und den stellen wir dann nachher auf diesen alten gusseisernen Ofen. Schatz, nimm den mal in der Hand und laufe mal, damit ich das filmen kann, wie das ausgesehen hat. So, natürlich nicht in der Arbeitshose, aber so ist er über den Flohmarkt gegangen. Feinswürmt, so kommt das nachher. Super.
Eigentlich wollte man ja einen, wo man den Deckel abnimmt, damit man den vielleicht noch bepflanzen kann. Aber gut, okay. Vielleicht kriegen wir sowas nochmal irgendwann. Ja. Oder? Wasser wollte die haben? 15 Euro. Ja, wir hatten noch mal einen, aber der war ohne Deckel, auch nicht mit Deckel abnehmen, auch nicht so eingebeult. Ja, da wollte die 15 Euro haben. Und dann haben wir gesagt, nö. Dann nehmen wir doch lieber den für zwei. So. Unsere alte Waschmaschine, die hier, die wird jetzt auch bald bepflanzt. Und so da ist ein altes Handwaschbecken. Können wir so eine Art Hochbeet draus machen? Ja. Können wir das ganze Zeug, was ich hier abgeschnitten habe, machen wir unten drin? Und dann Erde drauf. Naja, dann musst du ja unten offen lassen. Nee, ich mach da eine Folie drin. Naja. Da sind doch Löcher drin, ja schon. Zum Ablassen. Zum Ablassen? Naja, wenn die Wolle voll Wasser ist, muss man das doch irgendwie rausziehen. Ich hatte überlegt, ob man da vielleicht so einen großen Maurerkübel reinstellen kann. Was meinst du? Gibt es? Passt. Müsste man mal ausmessen. Denn die Folie, die wird ja vielleicht auch mal irgendwie kaputt reißen oder so. Ach, also nicht kaputt reißen. Ein bisschen dickere Folie, ich mache nicht so eine dünne. Ich habe gedacht, dann machen wir so einen schwarzen Müllsack rein. Naja, ein bisschen dickeren. Aber der ist ja so dick nicht. Naja, warten wir mal ab. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Und das schweißt jetzt, oder was? Laut Werbung ist das wie verschweißt. Ja. Aha, okay. Na, bin ich mal gespannt. Ja, ich hoch. Na, wir lassen das mal eine Weile trocknen. Na, du fass auf. Nicht, dass du noch festschweißt. Und ich hatte so die Idee, der Ofen, der ist ja richtig geil, ne? Da ist ja auch noch die Idee, da hinten, da zeige ich das mal hier hoch, da hinten ist ja unsere Sonnenterrasse. Guck. Was ist denn da? Ha, unsere Lisa. Was hat sie da entdeckt? Ein Vögelchen? Wahrscheinlich. Ach, ein Schmetterling. Oder irgendein Käfer. Ja, hier hinten ist ja unsere Sonnenterrasse. Komm, wir gehen mal. Nein, ich gehe da nicht jetzt hin. Wir wollen mal jetzt in Erinnerung schwelgen. Nein, wir wollen nicht in Erinnerung schwelgen. Da soll ja der Pavillon hin, der Türenpavillon. Und dann hatte ich mir so gedacht, dass man da zwei Stühle, ein kleines Tischchen stellt. Und in der Ecke kommt dann der Kanonenofen hier mit dem Teekessel. Ja, das war schon ein Teil für ja. Ich habe nicht gefunden. Ich habe da einen halben Boden auseinandergenommen, aber war nicht mehr da. Ach, Herr Schneider. Ja, aber das ist oft so, dass du guckst und nicht findest. Ich habe den Ofen gefunden. Ja, aber wenn ich sage, nimm mal die Butter aus dem Schrank, dann machst du die Tür auf. Weil du die Butter immer irgendwo anders hinstellst, als sie hingehört. Aber die steht genau vor deiner Nase und du findest die nicht. Wenn es da ist, wo es hingehört, finde ich das auch. Das ist keine Butter. Da brauche ich nur einen Griff, dann weiß ich, wo es ist. So siehst du dann aus. Weil das immer da ist. Sagt mal, welche Männer das von euch auch können. Die Küchentür, Schranktür aufmachen und sagen, wo ist das? Und das steht genau vor der Nase. Na gut, okay. Wir kochen Tee. Nee, ich mache jetzt Mittagbrot. Tee kochen. Ich werde jetzt Kartoffeln schälen. Pass auf, dass du meinen Huhn nicht auf die Gabel nimmst. Am liebsten gleich auf die Gabel sitzen. So, au, jetzt gibt es kleine Würmchen. Oh. Na was denn, ich kann nicht graben, wenn ihr mir auf der Gabel sitzt. Guck mal, da, ja. Ich weiß, es ist mal zu langsam. Ich geh doch mal ein bisschen beiseite. War jetzt hier keiner drin oder was? Vielleicht haben sie nicht mehr so einen großen Hunger. Ja, jetzt gibt es richtig schöne Fleischeinlage. Ja, ist ja gut, ich mache ja. Ist aber auch richtig guter Boden, ja. Gut gedüngt.
Ja. Na los, hol. Oh, sag mal. Tu ihr nicht weh. Tu ihr nicht weh. Ich muss aufpassen. Fütterung der Raptoren. Ist aber jetzt Schluss hier. Haben wir noch was? War vorsichtig. Ja, du musst weggehen, sonst kann ich nicht umlegen. Vorhin warst du schneller, kleine Braune. Du, ich glaube, die sind jetzt langsam satt, ja. Ja, du siehst gut. Könnt ihr noch ein bisschen schauen. Ja, du hast es endlich. Ah, ja, jetzt ist gut. So, als erstes brauche ich erstmal meine Gießmasse. So, ich habe das mir schon abgefüllt. So. Hey, warte mal. Naja, gut, okay. Machen wir mal ein bisschen mehr. So. Monday morning blues. I open my eyes and I'm greeted by a cute little smile. The world is new with you by my side. Everything is. Die darf jetzt nicht zu fest sein und wenn möglich so wenig wie es geht Klümpchen haben. Voice on the phone, I think of you and I'm not alone. You are everything. Dann wollen wir das mal vorsichtig reingießen. Ne? I found my piece of heaven. Spending my days with you. You are my piece. So ein bisschen schütteln, dass die alten ollen Luftblasen rausgehen. Ich gehe immer noch mal so ein bisschen in die Rillen, so, dass da auch wirklich die Luftblasen raus sind und die mal ein bisschen fühlen. Hier die nächste Rille, super. Und hier nochmal, super. So, nochmal schütteln. Nachher zum Schluss, wenn das richtig fest ist und ausgeformt ist und getrocknet ist, dann kann man auch nochmal die untere Seite mit ein bisschen Schleifpapier schön glatt machen. Aber je ordentlicher man jetzt arbeitet, desto weniger hat man nachher zu tun. So. So. Und jetzt lassen wir das alles erstmal aushärten. Jetzt werde ich meine beiden Häschen ausgießen. Ja. Oh, die ist ein bisschen klumpig geworden. Naja. Alles okay. Jetzt habe ich aber hier ein bisschen mehr angerührt. Zu viel wollte ich gar nicht. So, schön wieder schütteln. Ich bin ja vorbereitet. Ich habe mir noch ein paar Häuser gekauft, auch beim Temu. Das ist eigentlich für die Weihnachtsdeko. Aber ich werde jetzt schon mal ein paar ausgießen. All dieweil wir ja nichts umkommen lassen. So. Hopp. So. Für das große Haus ist es zu wenig. Aber ich bin ja vorbereitet. Ich habe auch noch kleine Silikonformen. Dann werde ich jetzt sowas noch benutzen. So. Dann scheint unsere Masse aufgebraucht zu sein. Und dann sehen wir uns in 2-3 Stunden wieder. Jetzt sind die dunkelgrünen Balken dran, nachdem ich ja jetzt hier schon die Rückwand und das Dach
mit dem Grün mit Birke gestrichen habe. Jetzt machen wir die dunkelgrünen Balken. Ich habe schon alles abgeklebt, kann direkt losgehen. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. So, jetzt mache ich erstmal trocknen und dann kommt der zweite Anstrich. On the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Haben wir unsere Form, die ist jetzt ausgehärtet. Jetzt können wir entformen. So. Schön geworden. Das werden wir nachher noch alles ein bisschen beschleifen, wenn es trocken ist. Aber ansonsten super Qualität. Toll. Jetzt haben wir noch unsere Häschen. Also die Formen sind wirklich tipptopp. Kann man nichts sagen. Ganz glatt. Wunderbar. Vor allen Dingen, die spült man aus und kann sie wieder verwenden. So, jetzt hier noch das kleine Häschen. Wunderschön, detailgetreu, ganz, ganz super, Top-Qualität. So, ich habe die Häschen jetzt noch ein bisschen verschönert mit einer kleinen Stoffblume und jetzt werden wir die hier mal drauf machen. Das kleine Häschen auch. So. Supi. So,
Hallo liebe Freunde des Landlebens. Heute mal nicht auf der Baustelle und nicht in der Werkstatt. Heute müssen wir mal noch eine andere Seite des Landlebens beleuchten. Heute müssen wir mal den Acker machen oder die Beete machen. Wir wollen jetzt bald Kartoffeln reinbringen. Jetzt Mitte März und wir müssen jetzt bald die Kartoffeln reinbringen. Jutta hat gesagt, 1. April müssen die Kartoffeln drin sein. Und wenn Jutta das sagt, muss ich das machen. Sonst wird das nichts mit Kartoffeln. Ja, also, jetzt müssen wir mal den Acker urbar machen. Den habe ich jetzt ja 1,5 Jahre vernachlässigt, weil ich ja nur fast nur im Schnäppchenhaus war. Jetzt müssen wir da mal wieder ein bisschen Grund reinbringen. Also, anstrengend, aber muss gemacht werden. Der Bauaufsitz sitzt da hinten im Pavillon und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Siehst du? Sowas haben wir gerne. Also, los geht's. Hier haben wir schon mal ganz viel Strupp weggeschnitten. Das muss ich noch wegbringen. Das ist auch wieder, ich sage, wenn das wuchert und wächst, wenn man nicht wirklich hinterher ist und das alles ein Jahr vernachlässigt, dann kannst du eigentlich nur noch Kahlschlamm machen. Ja, unglaublich. Hier müssen wir was machen. Hier habe ich schon mal, hier hatten wir ja letztes Jahr mal noch so eine vergammelten Koniferen rausgenommen und haben hier einen schönen, was ist das, ein Pfirsich oder sowas? Ja, mal gucken. Die rosa Juli, was immer das ist. Ja, es ist dann schön, wie das schön blüht jetzt. Das muss also auch gemacht werden. Hier ist auch alles noch nicht wirklich schön. Da auch. Hier wollen wir so ein paar Stauden anpflanzen, dass das ein bisschen schick ist. Da oben unsere Sonnenterrasse, die ist auch komplett verwildert. Naja, so. Jetzt gehen wir mal nach hinten. Da ist eine einzige Wildnis, aber das habt ihr ja sicherlich auch schon mal gesehen. In den letzten Videos, wenn es zu den Hühnern ging. Hier müssen wir jetzt mal Tabula Rasa machen. Guckt euch das an hier. Das ist Reihe 1, die Wildnis. Wenn man die Hühner rauslassen könnte, dann würden die das hier wahrscheinlich alles niedermachen. Bock, 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 bock. So, die kommen gleich angerannt. Denken, die kriegen was zu fressen. Bock, 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 bock. Bock, 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 bock. Ja, da ein bisschen Gras. Ja, Gras mögen sie. Ich muss euch das mal zeigen hier. Ich habe letztes Jahr oder ich habe beim Temu mal so eine Scheibe gekauft, hier mit solchen beweglichen Messern. Das ist natürlich mega geil, ja, weil da bleibt sie kaum hängen. Anders als bei diesen anderen Messerscheiben. Und also so dadurch, dass die sich bewegen, kann man noch mal irgendwo bis rangehen, ja, und dann ohne dass man da gleich die Scheibe um die Ohren fliegt. Ich muss sagen, ich bin da echt begeistert und habe da jetzt schon zweimal mit geschnitten. Die sind auch noch relativ scharf. Also wirklich, wirklich gut. Also kein China-Schrott. Passt auch an die Stielen und ich glaube an andere auch. Das ist so eine Standardaufnahme. Ja, man kann also doch sehr nah an die Erde mit dem. Also wenn man wirklich mal alles wegmachen will, ohne dass man was stehen lässt, geht das natürlich wunderbar. Also kann ich euch empfehlen. Okay.
Plastik hier. Wolfgang, ja? Ich habe reingestochen, habe hochgehoben, wollte umdrehen, da war die schon mit dem Kopf in dem Loch drin. Ja, ich hätte der fast die ganze Erde auf den Kopf geschüttelt. Ja, wisst ihr. Geh doch mal weg hier. Ja, ich bin hier mit der Motorsense lang, da werden die bald auf die Motorsense gesprungen. Wenn sie durchgekommen wären. Wenn ich das zu hoch mache, ja, ist der Kopf in der Erde. Ja. Okay. Ab, ab, ab. Erste Lage ist fertig. Mal schön aushaken. Dann können wir schon bepflanzen. Kartoffeln werde ich auf die andere Seite machen da. Aber das muss ich auch erstmal urbar machen. So. Schön anstrengend. Trotzdem, wenn man so eine Maschine hat. So, das haben wir jetzt hier schön ausgehackt. Dann sieht das doch schon ganz ordentlich aus. Dann können wir das jetzt bepflanzen. Hier regnet es jetzt heute Nacht auch. So, dass wir da schon da schön feucht ist. Und jetzt müssen wir noch die Seite hier machen. Da laufen wilde Brombeeren und was weiß ich nicht alles. Also da habe ich ein bisschen mehr zu tun. Kraut mir ein bisschen vor, aber gut, muss ja gemacht werden. Ich habe auch schon ein bisschen angefangen, da mit der Heckenschere mal durchzugehen, dass schon mal ein Teil weg ist, sodass wir da schon mal ein bisschen vorwärts kommen. Da hinten machen wir so eine Totholzhecke zum Nachbarn, zu seinen Pferdekoppeln da hinten. Dann ist das ganz schön. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt mit dem Teekessel und dem alten Ofen gemacht haben. Der steht jetzt hier bei uns im Vorbau erstmal, bis wir einen besseren Platz dafür haben. Wobei ich das ganz gut finde, der sieht ganz cool aus da. Naja, muss noch ein bisschen dekoriert werden oder bepflanzt werden, je nachdem, müssen wir mal gucken. Aber so sieht es jetzt aus. Ja? Dann meine Arbeitsschuhe, die kann man natürlich ein bisschen ausblenden. So, die Osterdeko von der Bauaufsicht. Das ist er. Ich weiß, manche Leute denken, wir sind bekloppt, aber es ist halt so. Passt alles zu einem alten Bauernhof. So, Hasis gucken oder was? Hasis gucken, heute sind sie eine Woche alt. Dann wollen wir mal gucken. Nee, du gehst mal da jetzt nicht drin. Und du gehst auch raus. Biene! Hopp! Ja, rote Klaus. Na, Mutti? Dann komm mal ruhig rein. Guck mal. Siehst du sie? Ja. Oh, die sind ja so klein. Und niedlich. Na, komm mal hier. Einen nehmen wir mal raus. Ein Butter? Wie sind das? Weiß ich nicht. 4, 5 oder so, ne? Oh, was da abgeht, ey. Oh, guck's dir an. Guck mal. Oh, das sind noch klein. Die sind noch fast nackig. Ja. Kleinen Pflaumen kriegen sie. Mhm. Oh, das will bei mir kuscheln. Die Augen sind. Ihr seid satt, ja. Mama war sicher gerade drinnen bei euch. Ne? Dann bist du noch satt. Na komm, bring dich da wieder rein bei den Nest. Dann bleibt ihr schön drin. Schön drinnen bleiben. Ja, hier ist noch ein Schwarzer. Ein ganz Schwarzer.
Ein Jenswatzer. Oh, süß. Oh, die schnuppern, ne? Die Nase funktioniert schon. Ja, ja. Aua, du bleibst draußen. Süß. So, nun bleibt er da drinnen. Jetzt muss ich mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs? Ja. Ja, ja. So, ganz ordentlich. Hast du gut gemacht, Mädchen. Ja, alles gut, ja. Ja, jetzt gehen wir wieder. Lawine? Ja, du kleine Wanze. Süß. Ja. So, jetzt habe ich hier mal was vorbereitet. Wir gehen mal zu den Küken. Ja, Küken. Du kannst mal gucken, wie die Alte die denn zum Fressen lockt. Okay, das ist ja cool. Was ist denn das, was du da hast? Eier. Eier? Eiweiß, ne? Weil ich Eierlikör gemacht habe. Und das Eiweiß kann ich ja nicht gebrauchen. Ach, machst du nur mit dem Eigelb oder was? Ja. Es gibt ja auch welche, die machen alles drin, ne? Ja, das ist die Rezept, da kann man Hälfte, Hälfte machen, aber ich hab... Siehst du, dann könnte ich deinen eigentlich auch trinken. Ja, da ist kein Eiweiß drin. Ja, denn nächstes Mal... Also kriegst du eine Flasche zu Ost. Nee, wir trinken mal eben zusammen. Oder so. So, dann wollen wir mal gucken. Ja! Komm. Den Troch hatte ich reingestellt, weil der ja für Küken ist. Mhm. Und dann muss die Glucke drüber gegangen sein. Und der ist umgekippt. Und das Ding runter und dann noch eins da drin. Mhm. Hat sie geschafft. Und wie viele sind es jetzt? 10? 9. 9. Für deine Kleinen. Guck mal. Hey. Die kleinen Flaschen. Mhm. Und ein schöner Junge, ne? Ja. Niedlich, ey. Und die bleiben jetzt hier noch unter der Wärmelampe? Ja, die mache ich ja nachts aus. Nachts sitzen sie ja sowieso unter der Mama. Ja. Und dann mache ich abends um 8 Uhr mache ich aus. Und morgens um 6 Uhr geht die wieder an mit Zeitschaltuhr. Das ist ja nicht so schön, wie da hatte ich schon mal auf, als ich noch nicht rausgegangen. Aber das dauert nicht mehr. Und dann rennen die Kleinen auch draußen rum. Ja, ja. Die rennen ihr dann hinterher. Ja, ja. Ach, wie süß. Und die sitzt jetzt auf den Enteneiern, oder? Ja, die muss aber nur 4 Wochen aushalten. Oh. Oh. Weil Enten, die Laufenten brauchen 4 Wochen. Hier Hühner 3 Wochen. Ja. Flugenten 5 Wochen. Aha. Und wie viel hast du drunter schon? 9, glaube ich. 9 Eier. Mhm. Süß. Ja, und wer Lust hat, mal zu gucken, wie es aktuell bei den Hasenbabys aussieht, der sollte auf jeden Fall mal in unsere Shorts gucken. Da haben wir nämlich gestern oder vorgestern ein aktuelles Video von den Hasenbabys veröffentlicht. Das hat jetzt hier heute nicht mehr mit in den Vlog gepasst, aber ich habe euch den Short mal unten in der Videobeschreibung mit verlinkt. Dann könnt ihr gucken, wie süß die Kleinen jetzt aktuell sind. Und mit diesen stimmungsvollen Eindrücken vom Osterfeuer bei uns hier im Dorf verabschieden wir uns für heute. Wir wünschen euch allen ein wunderschönes Osterfest im Kreise eurer Lieben. Wir hoffen, ihr habt auch so tolles Wetter wie wir und könnt die ruhige Zeit mal ein bisschen genießen, vielleicht ein bisschen was im Garten machen oder so. Auf jeden Fall für heute erstmal danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen natürlich, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch gerne. Damit helft ihr uns immer sehr. Auch eure Likes, Kommentare, Daumen und so weiter sind immer gern gesehen und helfen dem Algorithmus, unseren Kanal so ein bisschen zu pushen. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, das ist die beste Art und Weise. Und damit wünschen wir euch jetzt erstmal noch einen schönen Sonntag, schöne Woche und wir sehen uns dann nächste Woche mit einem neuen Video. Hoffentlich. Bis dann. Tschüss.